Was? Das ist nicht notwendig, Mr. Hawkeye. Als Supreme Overlord reicht auch. Darf ich jetzt schon in die Küche, Nick, oder vertrauen wir es immer noch nicht genug? Ich würde dir echt gern klauen, was da hinten glitzert. Hey, I'm working here. You can't just stroll into a chef's kitchen. Nee, er war dann perhaps you would give me your permission to enter. No, get the hell out of here. Ich dachte, ich soll die beiden im Diner besuchen, aber vielleicht habe ich mich vertan. Everyone has their own sanctuary. Let's leave him in his. Kann ich vielleicht wenigstens was zu essen kriegen? Wir sind, glaube ich, hungrig. Wobei, ich habe so viel Lollis gegessen. Darf ich wenigstens die Kasse klauen? Auch nicht. Was darf man hier überhaupt? Mensch. Aber, das muss ich halt leider sagen. Also ich meine, noch ist nichts Schlimmes passiert. Aber Nintendo hat jetzt verkündet, dass die sich nächstes Jahr verstärkt auf Nichtspieler konzentrieren wollen. Da kriege ich schon wieder ein bisschen Bauchweh, wenn ich das lese. Nicht, dass es mit der Switch so endet wie mit der Wii damals und im Grunde nur noch komische Minispielchen-Geschichten kommen und kaum noch was Richtiges. Warten wir mal ab. Hat sie gerade die Kanne in ihren Hintern gesteckt? Ich glaube schon, dass sie das gemacht hat. Ziemlich eindeutig. Agent York, kann ich etwas für dich tun? Die Speisekarte, ja. Du willst was essen? Oh, gut. Was gibt's denn? Maisbrot. Gerösteter Truthahn, großes Steak, Muschelsuppe, Hühnerpastete, Omelette mit gebratenem Reis, Zwiebelringe, Macaronisalat, Süßkartoffelpastete. Ich glaube, ich nehme Zwiebelringe. Ich hätte jetzt echt Bock auf Zwiebelringe. Ich habe Zwiebeln. Ich habe Ringe. Ich mache heute noch Zwiebelringe, glaube ich. Zwiebelringe, ich bin mir ganz sicher. Köstlich. Hast du eigentlich auch Kaffee? Ich hätte gern einfach nur einen Kaffee. Nee, scheinbar nicht. Na dann. Danke. Tschüss. Ich meine, der hat den ganzen Tag nur Lollis gegessen. Da muss abends noch was Deftiges her, bevor man ins Bett geht. Keks von Thomas ist anscheinend was sehr Spezielles. Es sieht gar nicht aus wie ein Keks. Also das schon, aber davor der Keks von Thomas nicht. Ja, vielleicht gibt's nicht Leute, die... Ich will jetzt nicht unappetitlich werden, aber die Einläufe mit Kaffee machen, weil das irgendwie wegen dem Koffein so ein... Oder verwechsel ich das mit Alkohol, damit Leute betrunken werden. Es gibt alles. Leute machen einfach alles. Deswegen bin ich mir sicher, es gibt auch Kaffeeeinläufe aus irgendeinem Grund. Vielleicht hat sie sowas gemacht gerade eben mit ihrer Kaffeekanne. Auf ihre ganz eigene Art und Weise. Wow! Boah, dafür gibt's keinen Bonus vom FBI. Keine 5$ Wheelie-Prämie. Oder Zweiradfahrprämie oder irgendwie sowas. Ich bin enttäuscht vom FBI. Ich dachte, das FBI ist cool. There was another really bad one around this time of year. 3 years ago. Remember that? Yes, that's right. That one. Multiple homicide, same MO. Across Utah, Colorado and Missouri. The victims were all average married housewives. But after being run over so many times by a car, they didn't look human. 5 victims in 2 months in the 3 states. The way he killed them was always the same. But aside from that, there was nothing that linked the victims together. Well, they were all married. But age, race, nothing else matched up. Tire marks and fragments of paint ID'd the car that was used. That's where things got really tricky. The perpetrator used a 1993 model Cadillac Elante as a weapon. It was registered in the name of one senator... No, I don't feel like talking about this anymore. That senator's basement. I wish I could forget what I saw there. Cool.
für alle, die das auf YouTube schauen, ich will es nicht vorlesen, aber Domian, bei Domian gibt es interessante Anrufe manchmal. Interessante Fetische. Ja. Okay. In 6 Minuten können wir da hingehen. Jetzt müssen wir noch kurz warten. Nein, in 1 Stunde und 6 Minuten. Na, dann lohnt es sich umso mehr, dass wir eine rauchen. Ich finde das ja nicht sehr vorbildlich, dass wir hier rauchen, aber die Zeit vergeht halt dadurch. Was soll man machen? Der Snake hat in Metal Gear Solid 5 wenigstens eine E-Zigarette. Ich sollte bald ins Bett, ne? Immer mit der Ruhe. Jetzt gehen wir erstmal dahin. Nick's still in the bar. Just as we planned, then. I wonder what happens next. Agent York, you're really enjoying this, aren't you? I have to admit, I envy that. Ich hatte irgendwie überhaupt keine Probleme mit Metatron. Also, zumindest wäre mir das nie aufgefallen. Ich habe es auch meistens im TV-Modus gespielt. Vielleicht ist das der Unterschied. Agent York, Nick is leaving the bar. What about Diane? She isn't here tonight. Emily, check that with George. George, can you hear me? Nick's leaving the bar. What's happening with Diane? No movement. Tell me what to do here. Stay put, George. I'm thinking Nick will head to the gallery. Let's meet up there. 10-4. Copy that. Agent York, it's Nick. Ich würde es auch niemandem empfehlen. Ich habe mal eine Zeit lang geraucht. Sorry to keep you waiting. Und let's go. War eine beschissene Idee von mir. Okay. Time to play with the big boys, Nick. Nicht zum Nachahmen empfohlen. So, oh ja, genau, oh Gott. Ja, das sind immer die nervigsten Quests im Videospiel. Nicht zu nah ran, nicht zu weit weg. Nee, aber ich bin auch, was Game Design und was die Spiele angeht, immer noch ein großer Nintendo-Fan, weil die eine, also zu den letzten großen Entwicklern gehören, die Wert aufs Gameplay legen. Und ich bin einfach ein reiner Gameplay-Mensch. Inszenierung, Grafik, Story könnte mir in den meisten Spielen nicht egaler sein. Und da gibt es wenig große Publisher, die da noch Wert drauf legen, einfach gute Spiele zu machen. Einfach Spiele, die Spaß machen. Leider. Im Indie-Bereich gibt es da auch sehr viel sehr gute Studios. Aber die haben halt meistens nicht das Budget. Das ist halt eben schade. Es gibt eben Ausnahmen, wie gesagt, weil zum Beispiel Deadly Premonition mag ich eigentlich nur wegen Setting, Story, Charme. Es hat einfach so einen gewissen... Es gibt so Spiele, die haben so einen gewissen Flair, so einen gewissen Charme. Das spricht mich dann einfach an und dann ist es cool. Dann muss es nicht irgendwie großartig Gameplay cool sein. Aber das ist eher selten. Und ich muss halt auch sagen, wenn ich Gameplay sage, schließe ich schon meistens so schnelles Action-Gameplay aus, weil das macht mir einfach überhaupt keinen Spaß. Leider. Also egal ob First-Person-Shooter, wenn sie schnell sind, oder so Devil May Cry-Action oder sowas, macht mir einfach keinen Spaß. Da gibt es auch einzelne Ausnahmen, die mir trotzdem echt gut gefallen, aber die gibt es eigentlich immer. Ich glaube, fast in jedem Genre, auch Genre, wo ich sagen würde, das ist nichts für mich, gibt es einzelne Vertreter, die mir einfach aus irgendeinem Grund echt gut gefallen. Aber im Großen und Ganzen mag ich das nicht. So schnelles, actionreiches Gameplay. Das muss ein bisschen langsamer sein und ein bisschen wuchtiger, ein bisschen mehr... Weiß ich nicht. Ich brauche ein gutes Gefühl für die Schwere der Welt und der Figuren.
damit es mir wirklich Spaß macht. Wie Dark Souls. Das hat ein gutes Spielgefühl. Das ist super. Death Stranding hat ein unglaublich gutes Körpergefühl für den Charakter. Das fand ich so großartig. Das begeistert mich immer noch, wie genial die das hingekriegt haben. Fährt der jetzt irgendwie rechts ran, oder? Soll ich ihn mal rammen? Ich weiß jetzt nicht genau, was der da macht. Naja, wir verfolgen ihn mal weiterhin. Oh! Ich glaube, der ist gerade irgendwie neu gespawnt, oder? Ich glaube, der ist hängen geblieben und ist neu gespawnt auf der Straße. Und beinahe wäre er jetzt zu nah an mir dran gespawnt. Ja, super. Ich meine, ich mochte zum Beispiel auf... das ist ein gutes Beispiel. Ich mochte God of War echt gerne, weil mich das einfach irgendwie von der Mythologie her und vom Setting her angesprochen hat. Aber eigentlich ist das nicht meine Art von Spiel. Genauso wie ich The Last of Us echt gerne mag, weil ich es eben von der Story her cool finde und auch die Charaktere cool finde. Aber auch das ist mir zu viel Film und zu wenig Spiel. Und Uncharted zum Beispiel bin ich kein Fan davon. Das ist bombastisch inszeniert und macht Spaß, sich das anzusehen. Aber ich finde, es ist einfach kein gutes Spiel. Es ist einfach ein mittelmäßiges Spiel, rein vom Gameplay her. Es ist irgendwie kein richtiges Prince of Persia, so wie früher. Wobei das heute echt schwer zu spielen ist, aber... Es braucht kein... Also, es ist einfach... Ja, es ist ein interaktiver Film. Mit krass cool inszenierten Szenen. Und ich habe da nichts dagegen grundsätzlich, aber mich spricht es einfach nicht an. Da ist mir so ein gut gepolischter Mario-Plattformer lieber. Wobei die 2D-Marios sind mir meistens auch ein bisschen zu flach, mittlerweile. Da bleibe ich lieber bei den Klassikern. Die neuen interessieren mich dann nicht. Aber so ein Odyssey, das ist schon ziemlich geil. Das ist einfach Geschmackssache. Da sprechen Sony und Nintendo mit ihren First-Party-Titeln einfach sehr unterschiedliche Spielerbedürfnisse an. Und Xbox, also Microsoft, auch nochmal ein bisschen anders. Wobei die schon auch... Bei Gears of War habe ich gemerkt, dass die... Also, der Hauptcharakter von Gears of War 4 ist Nathan Drake als Bodybuilder. Ohne Scheiß. Können die sich vielleicht mal eigene Figuren einfallen lassen? Gut, ich meine, Nathan Drake ist auch das Klischee vom, wie sagt man, der sympathische Gauner, der lovable Rogue, ist schon klar. Aber, Mensch, also wirklich. Gute Nacht, Mr. Hawkeye, mach's gut. Der kommt zu weit weg. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Ich schaue nachher wieder in den Chat. Wir müssen jetzt Nick hier verfolgen. Es hilft nichts. Ich wäre beinahe... Oh Gott, stell dir vor, die Mission wäre gescheitert und ich hätte von vorn anfangen müssen. Ich versuche die ganze Zeit mit einem Auge im Chat mitzulesen, aber es geht nicht. Ich muss hier die Yards-Zahl im Auge behalten, sonst explodieren wir. Es ist echt irgendwie bei mir wirklich so... Also die Switch hat es mir wirklich angetan. Ich finde das einfach ein großartiges System. Ich kann ehrlich gesagt nicht mal hundertprozentig sagen, warum. Ist es vielleicht dieser Hybrid-Status, diese Hybrid-Möglichkeit? Ist es so das Beste aus zwei Welten? So Tablet, Handheld und Konsole in einem und deswegen sind es die Spiele? Ich weiß es nicht genau. Aber seit ich die Switch habe, und der Merlin geht's genauso, verstaubt PC und PS4 schon ziemlich. Ich meine, auf dem PC gibt's immerhin natürlich viele Indie-Spiele, die trotzdem natürlich... total cool sind und mich doch dann immer wieder zu Steam oder was auch immer bewegen. Vor allem Indie-Spiele. Aber auch zum Beispiel, weil ich keine Xbox habe, die Microsoft-exklusiven Spiele. Aber wenn ich es mir aussuchen kann, bevorzuge ich immer die Switch-Version. Ich habe jetzt auch vor kurzem mit einem guten Freund geredet. Der hat sich jetzt vor kurzem erst die Switch geholt, weil er unschlüssig war. Und der hat jetzt seinen Rechner verkauft. Also der hatte einen Mörder-Gaming-Rechner.
relativ neu. Den hat er wieder verkauft. Weil jetzt mit der Switch braucht er ihn nicht mehr. Jetzt hat er noch den alten Rechner, der so durchschnittlich ist. Mit dem kann man auch gut zocken. Aber er hat sich gedacht, bevor er jetzt hier kriegt noch ein paar tausend Euro für seinen Gaming-Rechner, spart er sich viel Geld und zockt eh nur noch mit der Switch. I think someone's putting a curse on all the cars I drive recently. Agent York, Nick's getting away. Don't want the time to get serious. Hold on, you two, this might get bumpy. Was braucht der Lastwagenfahrer auch zwei Spuren, wenn er um die Kurve fährt? Aber so ist es auf dem Land, ne? Is Nick here? George? No, he hasn't showed up here. What about Diane? Any movement? No action here at all. Did something happen? Yes, a little. But George, something's different about you. Are you okay? Willkommen zurück, Freund. Actually, hallo. I had a little drink while I was waiting. This is my first murder case, after all. I'm on edge, and I needed one. It was only a little, though. I'm still in control. Es regnet schon wieder. Es regnet schon wieder und wir gehen ins Museum. Das heißt, es kommt gleich wieder ein roter Ladebildschirm und wir müssen wieder Zombies erschießen. Zack, Nick and Diane are probably both inside. George, you're sure you didn't see Nick? Ja, und ihr wartet lieber draußen, weil ich muss jetzt wieder meine Hallus wegknallen. I haven't taken my eyes from the entrance all night. Not that I don't trust you, George, but I'm positive Nick is here. Is there another entrance? Not that I know of. Well, I'll go look for one. Help me out if you can, would you? Ja, wie gesagt, die sprechen halt auch wirklich sehr stark verschiedene Bedürfnisse bei Spielern an. Okay, es regnet, wir haben roten Himmel. Gruselige Musik. Es ist nach Mitternacht, kurz nach Mitternacht. Und die Tür ist verschlossen. Aber zum Glück haben wir unsere FBI-Regenhaut an. Ja! Die durch unseren Anzug glitscht. Aber der Anzug, der ist halt sowieso ein bisschen glitschig drauf anscheinend. Nun, wenn Nick überhaupt ein festes Ziel hatte, dann war es die Galerie. Hat er vielleicht den vom Wald aus eine andere Nebenstraße genommen? Der Sheriff hat ihn nicht gesehen. Ich glaube, der hat nur wieder gepennt oder so. Bestimmt. Kann ich das nicht kaputt hauen? Ah, da ist sogar schon offen. Ich muss gar nichts kaputt hauen. Schauen wir doch mal durchs Fenster rein, wenn das geht. Nein, das geht nicht. Das ist schade. Wir könnten hier schlafen. Ich weiß nicht genau, ob wir das sollten. Ich muss echt sagen, dass mir die Xbox-Politik in vielerlei Hinsicht recht sympathisch ist, sogar wirklich. Die machen, finde ich, viel Sachen richtig und sind auch gut in gewisse Innovationen involviert und interessiert, fördern ein paar coole Indie-Studios. Ich finde das alles sympathisch und gut, was die machen. Aber ich werde gleich mit der Schrotflinte erschossen. Oh Gott. Aber, oder was heißt aber? Naja, schon irgendwie aber. Dadurch, dass die halt jetzt alle ihre Spiele für den PC bringen, ist halt die neue Xbox für mich im Grunde komplett uninteressant auf einen Schlag geworden, weil ich kaufe doch keine Hardware für Spiele, wenn ich die Hardware eh schon habe. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das ein strategisch sehr cleverer Move ist von Microsoft, aber ich finde es super.
und auch relativ sympathisch in dem Sinne. Das hat bestimmt alles Marketing und Nutzerbindungsgründe und so weiter. Die machen das bestimmt nicht, weil sie so nett sind, aber es wirkt halt einfach irgendwie nett und offen. Jetzt mal immer langsam hier, meine lieben Zombie-Freunde. Werden wir schon langsam, wird's mir zu bunt. Ich sag bloß, der lebt noch da unten. Ich glaube echt, die Spinne. Nee, jetzt blubber da weg. Mann, ey, jetzt aber. Oh, oh, ich würde gerne den Text wegklicken und die Person hier erschießen. Das Spiel, ey. Mach mich fertig. Warum sollte man Witcher 3 auf der Wii spielen wollen? Auf der Wii? Ich glaube, ich habe schon wieder zu viele Nachrichten nicht mitgelesen, um noch zu verstehen, worum es gerade geht. Ich glaube, Witcher 3 auf der Wii wäre echt schwierig gewesen, das umzusetzen. Gab es Witcher 3 damals schon? Also ich schätze mal, ich bin hier nicht so falsch, weil sonst wären hier nicht so viele Zombies. Aber was, wo, wie, wann, warum? Gehen wir mal durch die Tür wahrscheinlich. Nee, gehen wir wohl doch nicht. Das stimmt, genau. Das ist ja sowieso, das ist ja wirklich bei allen so. Egal, ob das Microsoft ist, ob das Sony ist, ob das Nintendo ist. Die Verlierer der aktuellen Generationen, die sind immer die, die dann plötzlich auf einmal ihre Fans wieder entdecken und auf einmal richtig cool, ich kann den irgendwie nicht treffen, und auf einmal wieder richtig coole Sachen machen. Und dann werden sie erfolgreich und dann werden sie arrogant und dann gibt's auf einmal nichts mehr für Fans. Wie jetzt hier. Wie jetzt ein neues Zelda. Wir machen jetzt ein Animal Crossing Brettspiel, ihr Trottel. Doch viel billiger. Okay. Amazing. Nice shot. Ich weiß nicht, was wir hier machen sollen, ehrlich gesagt. Genau, deswegen hat mich auch die Aussage von Nintendo, dass die sich jetzt nächstes Jahr wieder eher um Nichtspieler kümmern wollen, echt ein bisschen... Also ich habe so ein bisschen mit den Augen gerollt innerlich, weil ich mir gedacht habe, ja genau, super, jetzt läuft die Switch wieder so gut. Die Fans habt ihr schon einkassiert quasi, jetzt kann man die wieder vergessen und wieder casual Blödsinn machen, damit man größere Märkte anspricht. Na toll. Und ich hoffe währenddessen immer noch auf ein neues F-Zero. Mann, die haben aber große Hitboxen. Ich weiß wirklich nicht, was ich jetzt tun soll, leider hier. Soll ich jetzt hier einfach ganz viel Zombies erschießen, oder... Was ist der Planspiel? Soll ich irgendwas am Brunnen machen? Beide Türen geschlossen, hier geht's nirgends weiter. Soll ich mal zurück zu Emily und ihr sagen, dass im Hinterhof Monster sind? Schon wieder, hier sind schon wieder unendlich viel Zwiebeln. Boah, apropos Lego, weil ihr gerade Lego Mario und Lego Zelda schreibt, auf die Lego Star Wars Trilogie freue ich mich aber schon. Also Trilogie meine ich quasi die Neuntology, weil die Original-Lego-Trilogie von den alten Teilen habe ich super gern gespielt. Und dann kam ja auch die sechsteilige Sammlung und jetzt kommt eben alle neuen Lego, also Lego Star Wars, alle neuen Lego Star Wars Teile in einem Lego Star Wars Collection Sammlungsset mit über 500 spielbaren Lego Charakteren.
Das ist ziemlich cool. Ich mag ja die Lego-Spiele immer noch. Ich habe mich da ein bisschen satt gespielt, aber habe jetzt vor kurzem Lego Marvel Super Heroes 2 oder wie es auch immer heißen mag gespielt und fand es wieder ziemlich cool. Das jetzt mit komplett alle Star Wars Generationen, 3x3 Lego Star Wars Logo, genau, 3x3 Logie. Das finde ich schon ziemlich cool, muss ich sagen. Vor allem kann man da, glaube ich, auch sehr schön die Evolution der Lego-Spiele mit erleben, weil die haben sich ja schon von den ersten Spielen bis heute stark verändert teilweise. Es ist kein Wagen gekommen und Nick habe ich auch nicht gesehen. Doch, doch, das tue ich, George. Was? Ich glaube, ich habe irgendwas überlesen. Darum geht's ja auch nicht. Gehen wir mal noch da lang. Ich habe noch gar nicht gesehen, dass man da auch lang kann. Das ist natürlich... Das ändert alles. Sag mal, könnten wir jetzt nicht vielleicht zurückgehen und fragen, ob die anderen die auch sehen können? Mal so zur Sicherheit, weil... Ansonsten würde ich nach dem Fall mal Urlaub nehmen. Und wenn das nicht hilft, dann mindestens zu einem Psychologen gehen. Und natürlich zum Neurologen. Beides sollte man parallel machen in solchen Fällen. Würde ich zumindest machen. Hallo, Kitoni. Oh Gott, Hilfe. Hallo. Wie geht's? Ich laufe jetzt hier einfach durch, oder? Hier sind so viele Monster. Ah, oh, na super. Können wir hier überhaupt durch? Ist das wirklich ein Weg? Sieht so aus. Ah, guck mal, hier ist die Tür, auf dessen gegenüberliegenden Seite ich schon war und dauernd draufgedrückt habe. Nichts ist passiert. Ah. Möglich. Aber ich meine jetzt innerhalb des Universums dieses Spiels. Man weiß ja nicht, welche Regeln in diesem Universum gelten. Vielleicht gibt es hier normalerweise Geister, die in lila Pupswolken verschwinden, wenn sie sterben. Vielleicht ist das normal. Oder ist diese Welt eher wie unsere, wo man sich eher Gedanken um seine Gesundheit machen sollte, Emily, wenn man lila Pupswolkengeister sieht. Man weiß es nicht. If there's trouble, then you'll call us in, okay? Jo, mir geht's auch gut, danke schön. You might not think so, but we're a team. A team? That's what I think, at least. And I'm interested in you and Zach. I don't want anything to happen to you before I hear more about you two. Was doppelt? Wer doppelt? Microsoft wollte ja scheinbar vor der Xbox mit den bereits etablierten Playern auf dem Konsolenmarkt kooperieren, wie man heute weiß. Isn't that a nice surprise? Amazing. Und ich denke mir heute immer, vielleicht wäre so eine Microsoft-Nintendo-Kooperation schon echt richtig geil geworden. Wenn die Hardware gemacht hätten und Nintendo die Spiele, so wie der Plan war, vielleicht wäre es super awesome geworden. Vielleicht auch nicht. Vielleicht wäre es auch ein bisschen langweilig geworden, weil Nintendo halt gerade auf dem Hardware-Ding eher innovativ ist. Oder aber Nintendo-Spiele werden in der Qualität gesunken, weil sie nicht mehr für ihre eigene Hardware entwickeln. Das kann ja einen großen Unterschied machen unter Umständen. Wer weiß. Interessant wäre es geworden auf jeden Fall. Ah, ich kann mich an den Raum erinnern. Ich glaube, hier werden endlich diese nervigen neuen Gegner eingeführt. Auf die ich schon so lange warte. Ein Bild ist runtergefallen. Das ist nie ein gutes Zeichen. Geister. Vielleicht sollten wir eine richtige Waffe nehmen. Nice shot.
Yes. Yes. Nice shot. Amazing. Ich habe jetzt mit ein paar Freunden einen Minecraft-Server momentan. Also ein guter Freund von mir, ein uralter, aus Schultagen noch Freund, hat den aufgesetzt quasi. Und da spielen wir jetzt ab und zu abends immer gemeinsam und unterhalten uns währenddessen und so. Und das ist schon echt... Minecraft ist einfach so ein zeitloses Phänomen irgendwie. Da haben wir jetzt wieder das Technic-Pack runtergeladen und spielen den Tekkit Legends Mod, das Mod-Pack, das einfach unglaublich viele Möglichkeiten bietet. Und jetzt wird die ganze Produktion automatisiert. Und unser Steinbruch gräbt vollautomatisch riesige Löcher. Alles wird automatisch umgewandelt und gebrannt. Wir bauen uns gerade Ironman-Anzüge mit separaten Modulen, die alle ihre eigenen Fähigkeiten haben. Es ist schon cool. Bluttropfen von der Decke. Das Blut ist noch frisch. Möglicherweise das Blut des Opfers. Moment, wir gehen davon aus, dass es hier auch ein Opfer gibt? Wo, warum? Aber okay, meinetwegen. Das ist schon alles ziemlich cool. Und währenddessen züchtet einer einfach Bienen, was auch geht. Während wir hier unsere Großindustrie machen, wird einer zum Bienenzüchter. Why not? Interessantes Bild. Interessante Geräusche. Interessante Särge. Wird unheimlich. Das ist mein letztes Stahlrohr. Ich glaube, ich spinne. Wo sind denn unsere ganzen Stahlrohre hin? Das ist wieder was anderes, Ferrahook. Das mit der PlayStation, mit der Sony-Nintendo-Kooperation ist ja wieder eine andere Geschichte. Da hat ja Nintendo Sony anscheinend relativ kurzfristig anscheinend einfach die Tür vor der Nase zugeknallt, nachdem die eigentlich schon dachten, es gibt irgendwie einen Vertrag oder also man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall war es eine unschöne Geschichte. Dann hat Sony gesagt, na und, dann machen wir eben unsere eigene Konsole mit Blackjack und Nutten. Das haben sie dann auch gemacht. So japanisch und so creepy. Kein Auto-Aim, oh nein. Oh. What happened? Oh Gott. Ich glaube, es ist tot, oder? Nee, es ist nicht tot. Oh Gott. Kannst du jetzt bitte mal sterben? So viel Anstand wäre schon mal, oder? Bitteschön. Aber jetzt, oder? Bitte. Nein, das gibt's ja nicht. Wie unsterblich bist denn du? Ich mag das Ding nicht gerne. Find das jetzt nicht so gut. Oh, oh Gott. Oh Gott, es hat irgendwas... es ist tot. Ich glaube, es wollte gerade irgendwas sehr Unangenehmes mit uns machen. Ich weiß nicht was. Ich will es nicht wissen. Aber es hatte irgendwie leuchtende Hände und war über uns gebeugt. Und oh Gott. Naja. Pflaster drauf. Dann ist alles wieder gut. Vielleicht lieber ein großes Pflaster. Puh. Verdammt.